Hallo, herzlich willkommen von den Couch FM Session. Heute Abend haben wir eine ganz neue Band, die Leoniden, zu Gast im Studio. Sie sind fünf, sie sind jung und sie machen tolle Musik. Heute sind zwei von ihnen dabei, Lennart und Jakob. Herzlich willkommen. Wir haben hier die Leoniden zu Gast im Studio. Hallo. Moin, hi. Hi. Alles fit? Alles fit. Bei euch? Ja, Man's super. Auch? Hallo. So, könnt ihr kurz beschreiben, also was jeder in der Band macht? Jakob, das ist dein Job. Okay, Lennart spielt Gitarre, ich singe und hau manchmal auf Kuhglocken und drück auf Orgeln und Synthesizer. Jamin macht das gleiche mit Orgeln und Synthesizer. Felix spielt Schlagzeug, JP spielt Bass und auf der Bühne rennen wir alle wild durch die Gegend und machen alle alles. Ihr seid ja nördlich, da habe ich auch vorhin schon gehört, also nah dran an den Leoniden. Habt ihr euch mal gedacht früher, ach, wir lassen die Sternschnuppen mal zum Tanzen bringen oder wie habt ihr euch zusammengefunden? Ich gebe die Frage weiter an Lennart, der länger in der Band spielt als ich. Und der Name war nämlich schon da, als ich da war. Ich fand den sehr gut. Ja, ich fand den auch gut. Und der war irgendwie schon immer da. Und wo der herkommt, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber der war irgendwie, also wir haben den irgendwie lieb gewonnen und der hat es einfach überstanden. Also Jakob ist seit 2 Jahren dabei, aber wir anderen vier machen schon so, ja, wir kennen uns aus der Schule, wir machen so schon fast 10 Jahre zusammen Musik einfach. Ach cool. Ja. Und wie ist die Idee entstanden, eine Musikband zu gründen? Gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Irgendwie hatten wir Lust auf Musik und haben das einfach gemacht. Irgendwie andere Leute gehen in einen Fußballverein oder kaufen sich ein Pferd und reiten oder werden Schwimmer. Und wir hatten irgendwie immer Lust auf Musik und haben das dann irgendwie einfach durchgezogen. Und seit wann eigentlich? Ja, wie gesagt, seit 10, ich weiß nicht genau, ich habe so mit 12, 13 haben wir so angefangen, uns das erste Mal im Proberaum zu treffen. Haben irgendwie ganz viel ausprobiert und Jakob macht auch ähnlich lang Musik, glaube ich, aber ist erst seit 2 Jahren dann bei uns dabei. Genau, und was halt so immer als Hobby anfängt, viele Leute haben in der Schule Schülerbands und machen ein bisschen Musik und manche hören irgendwann auf und stellen die Gitarre oder den Bass in die Ecke. Und wir sind halt jetzt diejenigen, die das mit Mitte 20 noch weitermachen. Dieses Mal haben wir gedacht, seit ich dabei bin, versuchen wir es mal richtig zu machen. Ja, richtig, richtig cool. Dankeschön. Habt ihr euch schon mal gegoogelt, also bei Wikipedia? Wisst ihr, was das bedeutet? Leoniden, so richtig? Ja. Ja? Also was unabhängig von der Band. Okay. Wir haben als Band noch keinen Wikipedia-Artikel. Vielleicht kann ja einer das da draußen mal einen schreiben. Machen wir. Also ihr wisst, dass der Meteorstrom, der im November zu beobachten ist, sich so nennt? Genau. Okay, schade. Wir wissen nicht viel darüber, vielleicht kannst du uns was darüber erklären. Der liegt etwa 10 Grad nördlich des Stern Regulus und das war es auch schon. Okay, ja, wir haben keine Ahnung von Astronomie. Okay, null. Ich eigentlich auch nicht, aber ja. Wann habt ihr eigentlich zum letzten Mal eine Sternschnuppe gesehen? Ich habe noch nie eine gesehen, noch nie das in meinem ist ja ganzen voll schade. Leben. Ja. Traurig, oder? Vielleicht deswegen, weil du so heißt als Band. Ja. Da habe ich eine kleine romantische Geschichte zu. Erzähl. Ich habe ja, meine Freundin war lange Lennarts Mitbewohnerin und wir haben uns in der Sternschnuppennacht kennengelernt und da haben wir ganz viele Sternschnuppen gesehen. Wirklich? Das ist, glaube ich, das einzige und letzte Kitschige, was in meinem Leben passiert ist. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Das ist was für eine Postkarte. Voll schön. Ja. Und woher kommt eigentlich auch diese Schreibweise von Leoniden? Kommt das also aus Indien oder so? Also die Nö, ich glaube, es ist ein ganz normales deutsches Wort tatsächlich. Es gibt es auch, glaube ich, in jeder Sprache. Also wo jetzt der Wortstamm herkommt, weiß ich nicht. Ist definitiv Latein oder Griechisch, wie fast alles. Und auf Englisch heißt es Leonids und... Klingt aber nicht so gut. Nee, haben wir auch gedacht. Stimmt. Genau. Was soll das sein? Leoniden heißt das. Und was bedeutet auch das Coverbild von dem Album? Weil ich habe auch gesehen, dass es gibt zwei, also wie das und auch wie das. Und was ist richtig und was bedeutet das? Du erzählst dich mal vor. Also so ist richtig, aber Jakob hat das mit Jamin zusammen erfunden und das musst du jetzt vormachen, wie du es erfunden hast. Erzähl was dazu. Was soll ich dazu erzählen? Was sind das? Das sind 2 Peace-Zeichen. Genau. Wow. 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 Oh, Magic. Wow. Das sind immer noch 2 Peace-Zeichen, nur auf einer Hand. So ist es entstanden. Das hat auch
ich muss euch da leider enttäuschen, so wie mit dem Namen Leoniden. Das ist kein super kitschiges Ding hinter. Das ist nicht so romantisch, wie man das vielleicht gerne hätte, aber das ist in das war so eine Schnapsidee. Das hat sich irgendwie durchgesetzt. Das haben wir irgendwie einfach mal aus Spaß gemacht. Und irgendwann brauchten wir einen Namen und dann. Genau, es ging, glaube ich, los. Da haben wir einen Songnamen gesucht und da kam dieses. Jamin ist ein sehr, sehr lustiger Mensch. Wir lachen sehr viel mit Jamin zusammen und der dann halt meinte, hey, 2P-Science, wie wär's mit 2P-Science? Dann haben wir gesagt, alles klar, ja klar, 2P-Science. Und dann, als wir das Album fertig hatten und überlegt haben, wie wir es rausbringen und uns mit ein paar Labels unterhalten haben und wir gemerkt haben, wir können uns nicht einigen, haben wir gesagt, wir gründen ein eigenes Label. Aber wie nennen wir das Label? Und dann haben wir gedacht, okay, wir nennen es einfach 2P-Science Records. Und das zieht sich irgendwie so durch alles durch. So, ist eine ganz nette Botschaft, aber wir, ja, weiß ich nicht. Ist einfach so ein Band-Insider, den man gerne teilt, weil es was ganz Nettes ist. Zu viel Kitsch ist ja auch blöd. Ja, wir sind so, haben uns irgendwann mal so ein bisschen versucht, außerhalb der Musik, also so ein bisschen von so zu romantischen Ideen irgendwie zu verabschieden. Zum Beispiel, dass wir gesagt haben, im Studio muss ein Gitarrenverstärker nicht von vor 1970 sein, damit er gut klingt. Es kann auch einfach irgendein moderner sein, das ist egal. Genau, und da sind wir einfach sehr pragmatisch und sehr. Und mit Namen ist es ja auch irgendwie so, immer wenn man einen braucht, dann sich einen auszudenken, das ist irgendwie gefährlich. Es könnte ja gut sein, dass er ein paar Wochen später sich als der total schlechte Name herausstellt. Und dann nehmen wir lieber einen, den wir irgendwie schon länger mit uns rumtragen. Mhm. Verstehe ich. Und jetzt können wir vielleicht dieses Lied Nevermind hören, ja? Ja, gern. Cool. Jakob, bist du ready? Ich bin ready. You know you got a future. You know you're gonna get somewhere. But if something feels like home, you know you don't belong there. And do you hear the people whispering? Are you even listening? I don't know. I got a situation. I'm living in a place that fucks me up. A bunch of wrong decisions. Can you get up here? I got a situation. I was tired there, I feel lonely here. But I guess it's right, the city kinda shines. Ja, danke, das war mega cool, fand ich. Also. Dankeschön. Danke. Schöne Stimme. Danke. Schönes Leben. Wäre als Sänger auf jeden Fall blöd. Aber vielen Dank. Euer Debütalbum erscheint morgen. Und wie fühlt ihr euch? Es ist
super aufregend. Also wirklich, das ist unser erstes Debütalbum. Jede Band hat nur ein Debütalbum, die eine LP, die man irgendwie mal rausbringt. Und wir haben so viel daran gearbeitet und so lange. Ich habe vorher schon in 2, 3 anderen Bands gespielt und es ist unvergleichbar. Ich würde wirklich gerne mal Stunden lesen, wie lange wir in Stunden daran gearbeitet haben. Und ich wette, es ist, also, ja, es ist bestimmt 5-stellig. Also wirklich. Krass. Oh, wow. Und wie war eigentlich der Prozess der Entstehung eures Debütalbums? Und ja, wie war der Schreibprozess? Wir haben uns das irgendwie so vor 2 Jahren einfach in den Kopf gesetzt, dass wir dieses Album rausbringen wollen, und dann mussten wir anfangen zu arbeiten. Dann mussten wir Lieder schreiben, und das haben wir dann einfach durchgezogen. Das ist schwer zu sagen, wie der genau war. Es war auf jeden Fall ein ziemlich langer Prozess, und wir haben viel und fleißig dran gearbeitet, mit langen Schichten im Proberaum, teilweise 7 Tage die Woche, 8 bis 10 Stunden. Und wir hatten kein Datum, auf das wir zuarbeiten, sondern wir wollten das Album einfach fertig machen und haben dann irgendwann gemerkt, dass wir bald fertig werden, und haben die Aufnahme organisiert und uns dann überlegt, wann es rauskommt. Also der Prozess war wirklich ganz handwerkliche, ehrliche, lange, anstrengende Arbeit. Und was heißt lange? Ja, vor 2 Jahren haben wir angefangen, und so richtig intensiv haben wir so letzten Sommer dann die Songs irgendwie einfach zusammen geschustert, saßen da tagtäglich im Proberaum, während die anderen zum Strand gegangen sind. Und dieses Lied, also Nevermind, so I get a situation, I'm living in a place that fucks me up. So, welche Stadt eigentlich? Welche mich da quasi abgefuckt hat? Ja, das ist... für mich war es eindeutig gemeint, aber wir haben auch schon andere Interpretationen gehört. Fand ich auch sehr spannend. Für mich war es tatsächlich Kiel. Also ich habe in Hamburg so 5 Jahre ungefähr gewohnt, habe da studiert, habe da auch in einer Band gespielt. Und als ich dann 2000, wann war das? 15? Ja. 15 angefangen habe, bei Leoniden mitzumachen, habe ich gemerkt, okay, hier, da passiert gerade richtig viel. Das gefällt mir richtig gut, wie hier gearbeitet wird, wie wir miteinander sind. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich vielleicht diesen Großstadt-Hassel jetzt hinter mir lassen und mich nach Kiel bewegen, und fand das eine super Idee. Es war eine ziemlich impulsive Entscheidung, und das Nevermind, also der Song Nevermind, ist so ein bisschen in so einem kleinen Tal entstanden, als ich dann in Kiel war und dachte, okay, jetzt, ich kenne hier nette Leute, das ist meine Band, das sind 4 Leute, ich habe hier eine Freundin, aber meine ganzen anderen Freunde, die ich seit Jahren habe, die sind jetzt weg, und dann habe ich mich mal so gefühlt. So, da in dem Song geht es ganz viel um Hoffnung und jetzt so, ja, damit auch mal strugglen eben. Genau. Und ich habe ihre Clip, also 1990, also gesehen, und ich fand das also wirklich, wirklich cool. Und wo war das? Wo wir das gedreht haben? Ja, genau. Das haben wir im Molotow gedreht. Das ist ein Hamburger Club, und da hast du, glaube ich, eine noch längere Beziehung zu als ich sogar. Ja. Also das Molotow in Hamburg ist auf jeden Fall einer unserer, oder vielleicht einfach unser Lieblingsclub. Das ist auf jeden Fall der Laden, in dem wir am häufigsten gespielt haben. Und da arbeiten ganz viele Freunde von uns. Und das ist ein Club, der uns irgendwie immer unterstützt seit Anfang an. Und wir haben da viele gute Konzerte gehabt. Und wir wollten dieses Video drehen. Und das sollte in einem Club stattfinden. Und dann war es einfach sehr naheliegend, dass wir das bei unseren Freunden im Molotow machen. Cool. Im sogenannten Karatekeller. Könnt ihr Karate? Na, natürlich nicht. Okay. Was? Jamin kann Karate. Okay. Jamin kann alles. Krass. Ihr singt ja auf Englisch, aber seid muttersprachlich Deutsch. Ja. Findet ihr wahrscheinlich, aber kann das authentisch sein? Fühlt ihr euch? Wir fühlen uns auf jeden Fall wohler, wenn wir Englisch singen. Okay. Wir haben es auf Deutsch ausprobiert. Wir haben da nicht lange eine Wissenschaft draus gemacht. Wir haben es einfach ausprobiert, und das war irgendwie klar, dass wir das auf Englisch machen müssen. Wieso? Das muss Jakob, der Sänger, beantworten. Genau, ich habe auch schon auf Deutsch gesungen, und in dem richtigen Kontext, in der richtigen Band fühlt sich das so richtig an. Aber genau das, was Lennart gesagt hat, es hat sich wirklich einfach falsch angefühlt. Einfach nicht organisch mit der Musik. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch im Englischen manchmal ein bisschen leichter fällt, sich auch leicht auszudrücken.
Also auch simple Sachen auf den Punkt zu bringen, ohne dass sie irgendwie zu plattitüdig sind. Ich glaube, der Zenit davon ist der Satz, den du gerade gesagt hast. Ne? Ein sehr, I'm living in a place that fucks me up. So, das ist nichts Kompliziertes. So. Und das passt einfach. Irgendwie fühlt es sich einfach da richtig an, so zu singen. Und es passt auch zum Genre. Unser Genre ist, wir machen ja keine, auch wenn wir nah an Hamburg sind, wir machen keine Hamburger Schule-Musik, die so ein bisschen, so, also wir machen keine typisch deutsche Indie-Musik. Ja. Genau. Mm. Jetzt habt ihr musikalische Idole oder generell Idole, Mama, Oma, Tante oder? Generell ist spannend auf jeden Fall. Ja, musikalisch, ich glaube dieses Idolhafte, mit 16 war Kurt Cobain von Nirvana mein Idol. Dann ein paar Jahre später habe ich eine neue Lieblingsband gehabt mit einem neuen Idol. Und das hat sich auf jeden Fall ziemlich verwachsen. Also es gibt immer noch Künstler, die mich sehr beeindrucken und berühren, aber so richtig so ein Entlanghangeln an einem Werdegang von jemand anderem oder an der Kunst eines anderen Menschen, das tun wir nicht. Ist aber auch bei jedem von uns ganz unterschiedlich. Genau, wir hören wahnsinnig viel Musik, also auch gerade beim Niederschreiben. Und ich höre zum Beispiel wahnsinnig gern Michael Jackson. Das ist, aber deshalb, ich würde nicht sagen, dass ein Idol ist, ganz und gar nicht, das ist ein ganz schön verrückter Vogel, aber der macht nicht? Einfach... Nein, nicht so verrückt wie Michael Jackson. Michael Jackson hat einen Lama, das heißt Louis. Ah, wie geil. Was ist mit dem Lama? Nee, das haben wir vorhin auf der Fahrt hierher, hat Jakob mir YouTube-Videos gezeigt. Während ich Auto fuhr, wohlgemerkt. Das ist gefährlich. Wie er sein Lama vorstellt. Nee, aber genau. Und mein Bruder hört halt Arctic Monkeys wie verrückt. Und ich höre Michael Jackson wie verrückt. Und Jamin hört wie verrückt irgendein Autotune-Hip-Hop, den kein Mensch versteht. Und Jan Philipp hört wahnsinnig gerne Minimal-Techno. Also es ist so ganz unterschiedlich. Aber keiner, da ist niemand bei, den wir irgendwie dem wir nacheifern oder den wir kopieren wollten oder so. Und so allgemein, was fasziniert euch am meisten an Musik? Jetzt so gerade im Moment, wenn man nicht so ganz speziell das jetzt so auseinandernimmt, dann ist das Live-Spielen von Musik einfach das Intensivste, was es eigentlich gibt. Und auf der anderen Seite ist Musik einfach etwas, das wahrscheinlich erzähle ich jetzt allen, die zugucken, nichts Neues, aber einfach was, was Emotionen auslöst und auch Bewegung. Und das kann zum Beispiel ein Film so nicht und das kann... Was fasziniert euch denn? Ja, genau, gute Frage. Ich glaube, also genau, was du gerade gesagt hast, das ist Emotion, also wirklich Emotion. Ja, einfach komplett in einer anderen Welt dann zu sein und irgendwie so für sich. Das Spannende ist halt, dass man nicht nur sagt, ach, das ist traurig oder das ist fröhlich, sondern auch wirklich so einen Puls spürt, dass man irgendwie das Bedürfnis hat, sich ja zu bewegen. Und das tun wir auch sehr exzessiv, wenn jemand Lust hat, sich mal ein Konzert von uns anzugucken. Ihr seid, ja, da wird ganz viel getanzt und geschwitzt, ja. Was darf denn auf Konzerten nicht fehlen? Das Publikum. Das ist das, was zurückkommt, wenn man es richtig macht. Und das ist was, also es sind dann im Grunde genommen fremde Leute, die uns über unsere Musik kennengelernt haben und da mit uns was ganz Vergängliches, Einmaliges schaffen. Und das ist einfach wunderschön. So, dann kommt jemand, den du noch nie gesehen hast, irgendjemand, Joachim aus Düsseldorf, und der singt deine Lieder. Und zum Beispiel Joachim. Wir warten auf dich. Shoutout an Joachim. Aber wisst ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach faszinierend. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und an welchem Ort, also Stadt oder Land, trittet ihr am liebsten auf und habt ihr Lieblingspublikum? Nee, wir haben kein Lieblingspublikum. Wir haben also nicht ein bestimmtes aus einer Stadt. Wir freuen uns über jedes Publikum und wir spielen jetzt zum Beispiel auf der Tour in ganz vielen Städten, in denen wir noch nie vorher gewesen sind, und ich freue mich auf jede einzelne. Und mögt ihr also unterwegs zu sein, und wie fühlt ihr euch auf der Bühne? Was ist, also können Sie ein bisschen dieses Gefühl beschreiben? Auf der Bühne jetzt? Auf der Bühne ist einfach, da ist man wirklich in so einer eigenen Welt so ein bisschen. Da dreht man komplett durch. Wir sind jetzt keine Leute, die eigentlich durchdrehen, so wenn sie nicht auf einer Bühne stehen. Aber auf einer Bühne kann man durchdrehen, und wenn man durchdrehen möchte, dann sollte man am besten auch auf eine Bühne gehen. Dafür sind Bühnen da. Und das ist eigentlich so wie so ein kleiner Freiraum. Das ist ganz schön cool, dass man sich den so schaffen kann. Und dieses Unterwegssein, auf Tour sein, das ist vielleicht, wenn man ehrlich ist, ist das vielleicht die Hauptmotivation für uns hinter diesem ganzen Band-Ding, dass wir mit unseren Kumpels, unseren Freunden irgendwie einfach kreuz und quer durchs Land fahren, irgendwie zusammen in einem Bus sitzen und irgendwo ankommen, aufbauen, abbauen und irgendwie so ein bisschen Abenteuer erleben. So
ja. So eine große Klassenfahrt. Genau, ja. Vor allem Klassenfahrt, auf Klassenfahrt sind ja selbst die Sachen, die eigentlich dann keinen Spaß machen, irgendwie spaßig. Also auch die Fahrt kann sehr lustig sein und das ist halt schön. Ja, Autofahren tue ich am liebsten im Tourbus auf jeden Fall. Fährst du selber manchmal? Nee, Lennart fährt. Ach so. Ich habe auch einen Führerschein, aber ich... Lennart ist einfach, ich sag das mal für dich, Lennart ist ein sehr guter Fahrer und einer, der sehr gerne fährt. Und ich bin da auch einfach ein bisschen neurotisch. Das hätte ich jetzt weggelassen, aber es stimmt. Das, ja, genau. Zu wissen, ja. Kannst im Auto dann eh nicht pennen. Nee. So, dann kann man auch fahren. Ich finde es auch langweilig, Auto zu fahren, wenn ich nicht selbst fahre irgendwie. Ja. Es ist wie in einem super engen, schlechten Wohnzimmer zu sitzen. So. Ja, habt ihr da irgendwie so ein Geheimrezept vor Auftritten oder was euch irgendwie Energie gibt? So eine Art Ritual? Ja. Haben wir, glaube ich, nicht, oder? Nee. Nee, wir treffen uns einmal und sagen, es geht jetzt los. Und dann sagt einer, ich muss nochmal pinkeln. Dann sagen wir, ja, okay, aber beeil dich. Und dann gehen wir auf die Bühne. Und dann ist es aber, ihr seid herzlich natürlich auch, wie alle, die zugucken, zu diesen Konzerten eingeladen. Danke. Sobald der erste Ton gespielt ist, wird ein Schalter umgelegt. Und dann ist auch jedes Ritual davor unwichtig. Okay. Hast du Bock, noch mal ein bisschen zu singen jetzt? Klaro. Okay, cool. Was spielst du jetzt? Ich spiele jetzt The Tired. Das ist die unsere aktuelle Single quasi. If you're feeling cold, it means that doors are opened wide for you to walk through. And get up on your feet. Better places near, don't give up. If you're feeling down, the stairs will get you up and far, almost to the stars. Get up on your feet. Better places near, don't give up. Let the tide be ignited. You're feeling down, the stairs will get you up and far, almost to the stars. Get up on your feet, a better place is near, don't give up. Let the tired be ignited, let them hold each other's hands and sing along. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Habt ihr Bock drauf? Okay, cool. Ja, stimmt. Kennt ihr das? Bestimmt. Entweder oder. Oh. Findet ihr blöd? Ich habe auch noch ein anderes. Nein, okay. Wir sind aber, glaube ich, wir haben bestimmt alle Fragen schon gehört. Das glaube ich nicht. Turbo? Okay. Oh, okay, Lama oder Michael Jackson? Nochmal, wer war der Erste? Lama. Lama oder Michael Jackson? Michael Jackson. Michael Jackson. Blöde Lama. Das Lama hieß Louis. Okay. Michael Jackson. Wollen wir zusammen immer so? Ja. Okay, Ingwertee oder, ich muss das Getränk ablesen, Black Russian. Ingwertee. Das andere kenne ich auch nicht. Echt nicht? Black Russian, White Russian kenne ich. Nee, mit Kaffee ist das. Oh. Nein, Kaffee macht man keine Scherze. Okay. Heißluftballon oder Flugzeug? Flugzeug. Geht schneller. Doch, ja, ich musste kurz überlegen, was ein Heißluftballon ist.
Bin ich aber noch nie mitgeflogen. Bist du Nee. Deswegen wahrscheinlich. Da kann man auch nicht lenken. Eben. Stimmt. Das ist, ja. Zirkus oder Theater? Oh. Theater. Ich finde Zirkus so doof, wenn da Tiere drin sind, die in Käfigen wohnen und so. Also eingesperrt sind und irgendwie gequält werden und gepeitscht, damit ja. Die irgendwo raufhüpfen. Ich muss nur sagen, dass meine Statistiken 0-0 sind. Theater und so. Also ich war noch nicht nie im Theater, wenn ich es die letzten Jahre angucke, war ich schon selten im Theater. Aber also wenn, dann auf jeden Fall Theater. Ich bin deshalb auch kein Theatergänger, also sollte das vielleicht werde ich das noch, aber. Okay. Ja. Zirkus nicht. Schokolade oder Chips? Chips. Oh, das ist eine schlimme Entweder-Oder-Frage. Du bist Team Chips? Ja. Ich bin auch Team Chips. Aber ich mag auch Schokolade. Hell oder dunkel? Schwarz oder weiß? Hell oder dunkel? Das kommt ja total auf den Kontext an. Also bei Klamotten würde ich eher dunkel sagen, aber bei der, wenn ich mein Zimmer streichen soll, dann lieber hell. Und Tageslicht? Gut. Gut, ja. Und wenn es um die Gesinnung der Seele geht? Auch hell, auf jeden Fall. Laut oder leise? Laut. Laut. Okay. Bücher oder Filme? Filme? Filme. Nein. Du nicht? Nee, Serien. Okay, das ist aber entweder oder lässt das nicht zu. Ich bin kein großer Filmegucker. Bist du ein großer Bücherleser? Tatsächlich nicht, aber noch mehr als Filme gucken. Okay, dann sind wir da anderer Meinung. Okay. Das ist auch okay. Wir wollen euch auch noch so eine Frage stellen. Okay, mach. Mit den Pferden. Ja, ich habe jetzt nämlich eine Entweder-Oder-Frage für euch. Ganz zum Schluss. Na, okay. Okay. Nee, ja, jetzt ist der Schluss. Ach so. Warte noch 2 Sekunden. Hey, stopp. Okay, ich muss kurz überlegen und ihr müsst genau zuhören. Okay. Würdet ihr lieber von 25 Pferdegroßen, nee, guck mal, schon verkackt. Würdet ihr lieber von einer pferdegroßen Ente angegriffen werden oder von 100 entengroßen Pferden? Oh, das ist so schwierig. Also, aber stellt euch das mal vor. Von einer Ente. Eine große Ente. Weißt du, wie schnell die ist? Pferd? Und der Schnabel ist so groß wie Lennart, wenn er sich streckt. Oh, so viele Pferde, nee. Die sind ja so groß. Das sind echt kleine Pferde. Was sollen die machen? Sollen die dich beißen? Ja, dann kleine Pferde. Und du, Charlotte? Ja, ich auch. Kleine Pferde. Sind dann aber schon 200. Aber okay. Okay. Ja gut, das war dann auch eure Abschlussfrage. Jetzt haben wir keine Lust mehr. Nein. Okay. Es war richtig cool mit euch. Schön, dass ihr hier wart. Ja, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Dankeschön. Ja, wir verabschieden uns jetzt. Und schön, dass ihr zugeschaut habt. Ciao.